Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Days Gone. Und ja, das letzte Mal haben wir hier aufgehört. Wir fahren jetzt einfach mal zum Unkrautjäten. Und sind ja eigentlich auch schon fast da. So in fast einem Kilometer. Ah, Mist. Hier ist ja dieses Nero-Lager, das hatten wir schon befreit, oder? Oder nicht? Hä? Ich glaube. Ich weiß es jetzt gar nicht. Haben wir das schon befreit? Läuft hier schon alles? Ist hier. Ah, okay. Ein Strom. Ach, Scheiße. Okay, jetzt habe ich es kapiert. Also wir können die Dinger auch ausschalten, wenn wir wollen. Müssen die gar nicht laufen lassen. Ja, das ist gut zu wissen, aber brauchen wir dann jetzt gerade nicht. Ja, dann gucken wir mal, dass wir hier wieder durchkommen. Mit meinen Farbkünsten hier. Ist immer so eine Sache, aber es hat ja doch ganz gut geklappt. Wer war das? Wo ist er hin? Hä? Hier war doch gerade ein Biker. Alter, habe ich jetzt halluziniert? Da war gerade definitiv ein Biker. Alter! Okay. Ich glaube, wir fahren hier durch menschliche Überreste und Tod und überhaupt. War da eben definitiv ein Biker. Da kann man mir sagen, was man will. Ich muss da lang übrigens. Es sei denn, ich habe schon Halluzinationen, keine Ahnung. Boah. Weil irgendwie, da war definitiv was. Ah, wir fahren zu. Ach, wie hieß er doch gleich? Tucker, nee, Quatsch, Deacon. Nee, ach, ich weiß nicht mehr, wie mein Freund heißt. Naja. Aber warum sollte ich jetzt hier Unkraut jäten? Keine Ahnung. Wird's wohl gleich erfahren. Vielleicht ist ihm das hier zu schmutzig. Wir sollen jetzt da sauber machen. Keine Ahnung. Also ich bin da jetzt gerade noch nicht durch. Aber egal. Das haben wir. Ein paar Lappen brauchen wir noch. Gerade, nee, ist alles geladen. Hier haben wir auch alles. Hier haben wir auch alles. So, dann laden wir nochmal alle unsere Waffen durch. Die ist auch geladen. Ja, die ist ja definitiv geladen. Also gucken wir mal, was jetzt hier oben passiert. Bin ich sicher, ob du zurückkommst? Nein, ich würde dich nicht hier im Stich lassen. Diese verdammten Mücken heute. Mich stechen Mücken nie. Kenne ich, habe ich mit meiner Frau auch. Sie wird immer gestochen und ich nie. Ich finde das ulkig. Sie nicht so, aber ich schon. So, wir gehen jetzt mal.
Hey, warum antwortest du nicht? Yep. Ich weiß nicht, ich war... Moment mal, warte. Ich bin okay. Ich versuche es, okay? Du hast Fieber. Mir platzt die Birne. Du hast Fieber. Nein, ich bin nur müde. Okay, bleib hier. Ruh dich aus. Ich überlege mir was. Hör zu, ich brauche keinen Babysitter. Mir geht's gut. Shit. Komm schon. Denk nach. Boozer geht's wohl doch nicht so toll, wie er da die ganze Zeit vorgibt. Ich hoffe, wir finden irgendwas, um ihm zu helfen. Ich zeig dir, was wir suchen. Jupp, gefunden. Okay, komm, konzentrier dich. Ich bin hoch konzentriert. Okay, also dieses Exemplar hier heißt Lavandula angustifolia. Lavendel. Naja, solange ich den Studienkredit abbezahle, bleibe ich bei Latein, aber ja. Bezahlt ist bezahlt. Gut so. Okay, los, deine Hände. Okay, jetzt legst du die eine Hand um die Blume und die andere an den Stängel. Okay. Genau so. Und dann ziehst du langsam... Hey, ich kann Unkraut jäten. Entschuldige bitte, das ist kein Unkraut. Vorsichtig. Und doch zupacken. Oh ja, aber nicht zu fest. Okay, bereit? Mhm. Los. Na bitte, das war perfekt. Ja. Yeah. Oh. Das riecht aber nicht gerade gut. Okay, du machst hier weiter und ich sammle noch mehr. Also, warum Lavendel? Tja, die Leute im Labor sind ganz schön aufgeregt. Sie glauben, sie haben eine Unterart, die mutierte Monoterpenoide enthält, die wiederum ein modifiziertes Linalol produzieren, das... Das ist so... Oh Mann, danke, Einstein, danke. Sorry, sie enthält eine Chemikalie, aus der wir eine neue Arznei herstellen können. Für Brandopfer. Wo ich herkomme, nutzt man nur Kraut, das man rauchen kann als Arznei. Boozer kennt einen Typen mit einer Plantage, 3 Meilen von hier. Oh, na toll. Boozer wird noch im Gefängnis landen und dich nimmt er mit. Und was macht ihr sonst noch so? Chemiewaffen, Massenvernichtungswaffen, sowas? Nein. Also, ich nicht. Ach ja? Es steht in meinem Vertrag. Meine Forschungen dienen keinem militärischen Zweck. Okay. Ob vielleicht ihre Forschung heimlich dazu gebraucht wird, um diese Viecher herzustellen? Hey, hier drüben ist noch mehr! Warte, stopp! Ach, komm, das Wasser ist sicher herrlich! Warte mal! Was ist los? Damit kannst du weitermachen. Komm, was ist? Eine lange Geschichte. Schon okay. Dann laufen wir halt. Ich laufe gern. Naja, dann erzähl mir doch was von deinen Pflanzen. Echt? Okay. Also diese spezielle Art hier ist adventiv. Du willst, dass ich dich frage? Das bedeutet ursprünglich nicht von hier. Du kannst Ogden dafür danken. Wem? Oh, scheiße, ich hab gefragt. Peter Skeen Ogden, der erste Entdecker, der durch diesen Teil Oregons kam. Er und einige der anderen frühen Forscher brachten ihre Heilkräuter und Pflanzen mit hierher. Einige gingen verloren und wachsen jetzt hier. Hauptsächlich an den Ufern von Seen und Teichen. Der erste weiße Entdecker. Wow, sieh an. Macht voll auf politisch korrekt. Glaub nicht alle Vorurteile, die du über Biker hörst. Wir sind eigentlich ziemlich nett. Glaub ich. Im MC gibt's auch Schwarze. Einer ist Vollmitglied. Ich glaube, ich habe hier bisher noch keinen einzigen Schwarzen gesehen. In diesem komischen, kleinen Kaff. Ja, Jack lässt ab und zu ein paar aus Sacramento herbringen, nur um den Skinheads hier eins auszuwischen. Macht er nicht. Nein, macht er nicht, war nur ein Witz. Jersey Jim ist ein alter Kumpel von mir, ich hab ihn eingeführt, wir waren in der Einheit. Komm mal zum Clubhaus, dann zeig ich dir alles, würde dir gefallen. Er ist witzig, er macht eine fiese Margarita. Naja, ich muss Montag früh im Labor sein, also. Wir sind um 10 wieder in deinem Bett, versprochen. Wie könnte ich so ein Angebot ablehnen? Okay, und jetzt pflücke ein paar. Lavendel. Ich soll Lavendel pflücken. Yep. Und bring mir 3 Pflanzen. Zerdrücke sie nicht. Oh, ich werde sie zerdrücken. Na los. Ich stelle mir gerade wirklich die ganze Zeit die Frage, was ist, wenn sie Mitschuld an diesen Zombie... Hab eine. Schön für dich. ...Viechern ist.
Also vielleicht noch nicht mal absichtlich, sondern dass ihre Forschung dazu missbraucht worden ist, diese Viecher zu machen. Die hier? Ja, mach weiter. Wäre die letzte. Schon gut, bring sie her. Ganz schön mies und irgendwie weiß ich nicht, also doch schon irgendwie ein komischer Gedanke. Oh, für dich. Wow, es gibt also noch Kavaliere in Fairwell. Keine Ahnung, aber mit denen verschwinden habe ich nichts zu tun. Hey, ist das das Zeug, das wir nachher rauchen? Nein, dieses Zeug trinken wir nachher. Ich mache so einen super Kräutertee. Ist klar. Hey, alles klar. Wenn du rüberkommst, dann mache ich dir einen, solange du mich nach Hause fährst. Alles klar, gut. Ja, du wirst schon sehen. Und für mich holen wir unterwegs noch ein Bier. Okay. Also diese Rückblicke manchmal zu meiner Frau, Freundin, nein, jetzt Frau, früher wahrscheinlich Freundin, finde ich schon ziemlich interessant, weil man erfährt dann doch auch einiges von ihm, von seinen Freunden, von ihr. Also ich bin echt gespannt, wie es weitergeht und wo uns die Reise hier noch alles hinführt dann. Er will gar nichts mehr. Was denn dann jetzt? Anscheinend wieder zum Bike runter. So wie es aussieht. Wo habe ich mein Bike da? Dann gehen wir jetzt mal Unkraut pflücken, oder was müssen wir jetzt machen? Ist mein Bruder, ja. Finde drei Lavendel. Gib mir ein paar Tage. Ich muss rein, das gibt Lavendel pflücken. Okay. Sorry, ich bin etwas neben der Spur. Hast du was gesagt? Es ist etwas, das Sarah mir gezeigt hat, vor ein paar Jahren, bevor, egal. Hier draußen wächst eine Pflanze, Lavendel. Wow. Sie wächst im Schatten, an Flüssen, an Seeufern. Ich werde mal sehen, ob ich sie finde. Scheiße, Bruder, so wie sich der Arm anfühlt, probiere ich alles. Aber scheiß auf Lavendel, bring mir was zu rauchen. Wie auch immer, ich werde dieses Zeug suchen und dann eine Brandsalbe daraus machen. Also hör auf, hier rumzumotzen. Nein, Bruder, ich dreh hier nur langsam durch, weißt du. Keine Sorge, Bruce. Ach du Scheiße. Hordenstrategie. Die beste Strategie gegen eine größere Horde ist oft, sich mit guten Waffen und Ressourcen einzudecken, besonders wenn man unvorbereitet ist. Erkunde die Umgebung und entwickle einen Notfallplan, bevor du versuchst, sie zu erledigen. Wir fahren nach Norden. Ich schwör's bei Gott. Es dauert nicht mehr lange. Hörst du? Wer sagt denn, dass ich die erledigen will, verdammte Scheiße? Ich will hier einfach nur lebend rauskommen irgendwie. Weg. Bist du da? Ich habe ein paar Sachen für dich gebaut, falls du rumkommen willst. Ach du Scheiße. Usa, danke. Ja, ja, super. Ja. Ich komm rum, sobald ich kann. Dicken Ende. Warum schmeißt der Sack immer meinen Moped um? So, ich glaube, gib mal besser mein Bike auf, echt. Ich glaube, das war das, ja. Ich würde mal interessieren, was da unten jetzt gerade im See lag. Einmal. Zwei von drei kommen jetzt direkt hier hin. Die hier noch nehmen. Nun mach doch hin, dann nimm das scheiß Kraut hier. So, super, kehrt zurück. Sofort liebend gern. Kann man auch abschneiden. Jetzt nicht so weg hier, Alter. Die komplette Scheißhorde. Auch gerade Frage ist, wie sieht das aus mit der Horde? Kann man die vielleicht vom Turm aus vernichten? Gut, da bräuchte ich vielleicht irgendwie, weiß ich nicht. Wow. Scharfschützengewehr mit 1000 Schuss oder so, weil ich weiß ja nicht,
wie das hier mit den Viechern aussieht. Boah, schnell weg, ey. Auf jeden Fall haben wir jetzt anscheinend das Kraut für Boozer. Mal jetzt echt mal gucken. Wow. Das Kraut für Boozer ist angerichtet. Gutes Timing. Irgendwo da draußen steht anscheinend ein Vieh, aber das scheint uns ja hoffentlich nicht zu kriegen. Dann sind wir hier drin sicher. So sieht es zumindest aus. So, dann reparieren wir noch mal hier eben Basie. Weil hier lag ja vorhin noch irgendwo Schrott rum. Da ist er doch. Ein Schrott, ne? Das ist scheiße. Ich habe nämlich zwei benutzt. Noch einen zweiten Schrott, ne? Doch, das ist jetzt scheiße. Ich hätte gern noch einen Schrott. Warte, den ich... Da. Alles soweit fertig, okay. Ja, egal, es fehlt noch ein Schrott, aber den finden wir ja auch bei Gelegenheit wieder. Von daher alles gut. Dann gehen wir jetzt erstmal hier hoch. Gucken, was wir jetzt mit Boozer machen. Hey Boozer, Gott, verdammt! Schon komisch, ich habe mich gerade erinnert. Vor ein paar Jahren war Sarah mit mir in Bear Creek. Wir pflückten da Lavendel und sie zeigte mir, wie man diese Brandsalbe macht. Hör zu, ich war draußen, okay? Ich habe mich am Berg umgesehen, Fallen gecheckt. Mein Arm ist so gut wie neu. Na schön. Okay, ich lasse sie einfach liegen und... Hey! Gib mir ein paar Tage. Okay, wir fahren nach Norden, wie du sagst, und verlassen das Drecksloch. Klar. Ja. Oh Mann. Ich glaube, das mit Boozer wird noch eine harte, haarige Angelegenheit, wenn das so weitergeht. Ich hoffe, wir kriegen das noch irgendwie geregelt. Und ich hoffe immer noch, dass sein Arm jetzt mal langsam heilt. Und vor allen Dingen, dass der Trottel vielleicht mal endlich diese Kacksalbe benutzt. Jetzt muss ich aber erstmal gucken, was haben wir denn jetzt sonst noch für Optionen hier offen? Eigentlich gar nicht. Wir haben es aber auch 8.23 Uhr vormittags. Wenn wir mal vormittags haben, können wir mal eben ins Copeland Camp fahren, gucken, was er von uns will, weil ansonsten haben wir ja nicht mehr viel auf hier. Oh, hier lag noch ein Schrott. Siehst du, ich wusste doch vorhin. Ich hatte noch irgendwann gesehen. Bist du da? Ja, ich höre. Was ist? Es gab einen Angriff. Ripper. Ein paar Dutzend. Vielleicht mehr. Gottverdammte Ripper. Die Kleine, um die du so besorgt warst? Ja, Lisa. Warte, Moment. Was ist passiert? Wo ist Lisa? Weg. Sie nahmen sie und drei andere mit. Elkai folgte ihnen so weit, wie es ging, aber sie haben sich am Belknap-Krater verschanzt. Er kam zurück, um Hilfe zu holen, aber... Verdammt, okay, pass auf. Ich weiß, was diese Schweine mit Geiseln machen. Ich warte das nicht ab. Ach du Scheiße. Okay, ich fahre erst nach Copeland. Von Copeland fahren wir dann darüber, weil das ist ja dann auch nur ein kleines Stück. Die haben das Mädel. Das ist gerade echt tierische Scheiße. Halt! Ey, Alter, stopp doch mal die Maschine. Also ich weiß, dass ein Moped definitiv schneller stoppt, wie der hier gerade im, keine Ahnung.
Ja, ich weiß halt, wie gesagt, dass ein Moped schneller stoppt, weil ich eigentlich alles fahren kann und darf. Also ich habe alle Führerscheine, darf alle Fahrzeuge fahren, kann mich also auch in jede Gattung reinsetzen, sei es in die Fahrradfahrer, die über Autos und Motorräder und LKWs lästern, oder über Motorradfahrer, die über alles andere lästern. Ui, ja, aua. Das war jetzt nicht so toll. Sowas sollten wir nicht öfter machen. Ich werde jetzt auf jeden Fall wahrscheinlich meine ganzen Schrottteile wieder verwenden müssen. Da kommen welche. Was? Wo? Wer? Ha? Halt! Ah, da! Wow! Du kleine Drecksau! Wo kam der denn jetzt her, der Drecksack? Oder wo kommen die überhaupt her? Alter! Ich hab doch nur einen Unfall gebaut. Wollt jetzt hier nicht einen Krieg anfangen mit irgendwem. So, schnell reparieren. Das wird halten. Drei Schrott schon wieder aufgebraucht. Scheiß. Ja, das kommt halt davon, wenn man ungefähr sieht, wo man hin will, muss und dann... Warte, da gibt es Pilze, habe ich gerade gesehen. Und wir können mal gucken, ob wir hier direkt noch drei Schrott finden. Ja, ich habe halt versucht abzukürzen. Was dann wohl ein bisschen eher in die Hose gegangen ist. Das sind unsere drei Schrott auf jeden Fall. Und die Pilze hier nehmen wir auch mit. Dann geht es jetzt erstmal weiter hier. Hallo, ich möchte gerne... Achso, ich habe schon mein Maximum voll. Das ist blöd. Aber okay. Da ist jemand. So. Mach das Tor auf. Der war schon mal hier. Er war schon mal hier. Mhm. Job verfügbar, okay. Jersey. Dick. Gut. Ich habe was Interessantes für dich. Ja, oder auch nicht, Cobb. Ich habe zu tun. Dich interessiert dein Ripper Camp, nicht? Hier, in der Cascade Wilderness. Ripper? Hier oben? Wo? Ist wohl doch ganz interessant. Haben sie nicht dich und Boozer angegriffen? Ich habe Boozer auch lange nicht mehr gesehen, oder? Wo, Cobb? Oben, bei Separation Meadow. Flag, du kennst sie, oder? Sie ist über ihr Lager gestolpert, als sie auf Besorgungstour war. Keine Sorge. Ich kümmere mich drum. Okay. Du bist zurück. Schön, dich wiederzusehen. Hey, Jersey. Wie läuft's denn so? Oh, ich schaue hier nochmal. Obwohl, warte mal, ich könnte eigentlich gerade mal ein bisschen Munition kaufen, wa? Das alles? Na, das gefällt mir aber. Was, wie Inventar ist voll. Ich kann nur einen Schalldämpfer kaufen. Ja, davon habe ich wahrscheinlich zwei. Inventar voll, schade. Komm jederzeit wieder. Danke, Deacon. Ich weiß, was du für uns getan hast. Ja, nochmal gucken. Ist voll.
Aber ob das unbedingt so... Ob wir das echt unbedingt brauchen, ist so die zweite Frage. Bereits ausgerüstet. Och, Menno hier. Verkleidung 1, sehr super. Okay. Bis bald. Oh shit. Wenn wir da, kommen wir auch leichter darüber, ne? Warte. Ah, eine Glaubensfrage oder so. Ehrlich, nein, erst dran. Erstmal retten wir jetzt Lisa. Und dann können wir die anderen Reaper machen. Obwohl man ja eigentlich im Prinzip... auch die Mission hätte ein wenig anders gestalten können. Gottgegebene Recht zu beschneiden. Waffenkontrolle. Und aus war es mit dem zweiten Zusatzartikel der Verfassung. Ich stelle euch eine Frage. Als der ganze Mist losging, wäre jeder Amerikaner bewaffnet gewesen, säßen wir dann so in der Scheiße? Vermutlich ja. Aber so wollten es die Behörden. Die Entwaffnung der Öffentlichkeit war nur der erste Schritt, um uns loszuwerden. Also wen beschützen die Waffengesetze wirklich? Ganz sicher nicht uns, die amerikanischen Steuerzahler. Irgendwann, wenn alles überstanden ist, mache ich eine Umfrage. Ich wette, die, die überlebt haben, waren die, die Waffen besaßen. Hier ist Mark Copeland für Radio Free Oregon. Okay, Cope, diesmal hast du mich. Ich nehme so viele Waffen, wie ich in die Finger kriegen kann und die wird mir niemand wegnehmen. Ja, aber ganz ehrlich, wenn man hört, ein paar Amokläufe, wenn man sich mal, wow, anguckt, wie viele Amokläufe die Amerikaner pro Jahr haben. Ich möchte da gerade gar nicht lang, ehrlich bin. Da ist er, sie ist. Geht aber anscheinend gerade weg, okay. Ich muss das Camp säubern. Alles so. Diebe. Ich darf keinen von ihnen entkommen lassen. Der liegt auf jeden Fall da unten und das Vieh hat mich jetzt gehört. Das heißt, wir müssen dann jetzt erstmal gucken,
allem, wo sind wir hier? Ich glaube, das könnte sogar dieses scheiß Lager sein, was wir das andere Lager, wo wir hin sollten. Ich wollte gerade sagen. Wir könnten aber natürlich erst dieses Lager jetzt ausschalten, weil es ein Hinterhaltcamp ist, und ich glaube, das werden wir auch machen, weil sonst kommen wir vielleicht gar nicht da rein. Okay, die Madame geht da gerade futtern, dann gehen wir doch einfach mal da oben lang. So, jedenfalls jetzt hier mal ein bisschen vorsichtiger. Weil ich glaube, wir sollten da auf jeden Fall aufpassen. So, aber ich habe gerade auch gesehen, unsere Zeit ist um. Das heißt, wie es weitergeht, seht ihr dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und ich sage bis dahin, ciao, der Falli.